Jo Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Beim letzten Mal gab es mal wieder einige Kommentare, die nicht ganz so logisch gewesen sind. Und daher heiße ich euch herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe YouTube-Kommentare hops genommen. Ja, und damit ist das Video eigentlich auch sehr gut erklärt. Vielen Dank auf jeden Fall an CK Phoenix. Ja, eigentlich wollte ich diese Woche ein anderes Video machen, aber als ich letzte Woche dann mein Video hochgeladen hatte und dann die ersten Kommentare gelesen hatte, dachte ich mir nur so, WTF, was ist los mit euch? Und ja, deshalb kommt heute dieses Video. Wichtig vorab hier, das hier ist ein humoristisches Video, das heißt, hier wird Ironie, Sarkasmus benutzt, traurig, dass man das überhaupt sagen muss. Und natürlich gibt es auch Kommentare, die gut sind, das heißt nicht nur, dass es solche komischen Kommentare gibt, sondern es ist wie beim Livestream, wenn man einen schlechten Kommentar unter 100 Kommentaren sieht, dann denkt man sich, oh Mann, der Chat ist heute wieder richtig schlimm. Dabei stimmt das natürlich nicht, weil der Großteil einfach gut ist und so ist es hier auch. Und hinzu kommt, dass die Kommentare, die dort geschrieben worden sind, ich nicht mal schlimm finde. Aber ich dachte, ich mache einfach ein Video dazu, weil es vielleicht ganz lustig sein könnte. Erstmal für die Leute, die jetzt gar nicht wissen, worum es geht. Schämt euch. Nein, ich habe letzte Woche ein Video hochgeladen, wo ich mein Streaming-Format Beatsimeter vorgestellt habe und eben auch erklärt habe. Erstmal zu Beginn eine kleine Randanmerkung. Und zwar, ich habe dieses Format Beatsimeter nicht seit gestern erst erfunden, sondern es existiert schon sehr lange, um genau zu sein, seit 2017. Seitdem mache ich ab und an in Streams eben Beatsimeter, mal mehr, mal weniger. Also, wichtige Anmerkung, ich habe mir dieses Format nicht einfach jetzt irgendwie gestern ausgedacht, sondern es existiert, wie gesagt, schon sehr, sehr lange. Und da viele Leute jetzt immer nicht wissen, was für ein Format das ist, gibt es hier jetzt nochmal den ersten Trailer, damit man weiß, worum es geht und man kann auch besser die Kommentare verstehen, die dann eben gekommen sind. Beatsimeter. Ihr müsst mich in einem Duell besiegen. Das Besondere dabei ist, dass ich ein Meta-Deck spielen werde und ihr nur ein Fun-Deck benutzen dürft. Gewinnt ein Zuschauer gegen mich, gewinnt er einen Booster. Verliert er, kommt das Booster in den Jackpot. So sammeln sich immer und immer mehr Booster an, bis es am Ende einen Gewinner gibt. Welche Decks und Karten verboten sind, steht in der Videobeschreibung. Außerdem ist es verboten, im ersten Zug zu gewinnen. Dabei spielt es keine Rolle, ob du First oder Second gehst. Des Weiteren sind Stun- und Anti-Decks ebenfalls verboten. Also, wähle dein Deck weise und möge der Bessere gewinnen. Und ja, die Liste, die existiert, wo man eben sieht, welche Decks und Karten verboten sind, ist ziemlich lange. Aber wie gesagt, das Format gibt es auch schon bereits sehr lange. Daher ist es kein Wunder, dass die Liste eben länger und länger wird. Aber gab es jetzt eigentlich offene Fragen bzw. Anmerkungen zu diesem Format? Oh ja, die gab es auf jeden Fall. Und wir kommen erstmal zu einer gewissen Art von Kommentaren, die es etwas öfter gab. Und zwar diese hier. Ist Blue Eyes erlaubt? Ist dunkler Magie erlaubt? Ist Speedroid verboten? Aber falls man nicht ganz aufgepasst hat, wo könnte man nachgucken? Gucken, wo Karten erlaubt oder verboten sind. Vielleicht in der Infobox? Da steht manchmal mehr drin, als man denkt. Und auch jetzt, wenn man jetzt die Infobox aufklickt, oha, da stehen ja die Regeln für Beatsimeter und auch noch die Decks und Karten, die verboten sind. Das war vielleicht auch nicht irgendwie schon bei den Trailern so? Warum sind denn da so viele Decks und Karten gebannt, die weder relevant noch gut sind? Glaub kaum, dass das Kreativität fördert. Also, zunächst einmal, ich möchte nicht, dass jeder einfach immer das gleiche Deck spielt, beziehungsweise sich das beste Deck etabliert hat, was man eben in diesem Format spielen kann. Deswegen verändert sich die Liste immer und immer wieder. Mal kommt was Neues drauf, mal wird auch etwas zurückgenommen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ja, es wäre ein bisschen witzlos, wenn jemand ständig gegen mich gewinnen würde, denn dann würde der Jackpot nie größer werden und ich könnte quasi Booster einfach nur verlosen und es würde eben kein Jackpot geben. Das bringt auch nichts, deswegen muss es einfach so sein, dass ich eben tendenziell öfter gewinne, dass am Ende halt jemand eben mehrere Booster gewinnen kann, beziehungsweise es gab schon Leute, die schon fast 2 Displays gewonnen haben. Und zum anderen fördert es natürlich die Kreativität, denn wer gegen mich spielen möchte, muss einfach ein Deck haben, was eben den Regeln entspricht. Und es gab in der Vergangenheit schon sehr kreative Decks, die dort gebaut worden sind und ich kam schon sehr oft ins Schwitzen und habe sogar auch schon öfters verloren. Also Kreativität wird doch irgendwie gefördert. Also 2 Aspekte sind auf jeden Fall durch die Regeln erfüllt. Zum einen der Jackpot wird größer, zum anderen die Kreativität wird auf jeden Fall gefördert. Ist ja auch irgendwie logisch, oder? Schon ziemlich mies, wenn man weder Anti-Decks noch Floodgates spielen darf. Mies? Stimmt, es ist schon sehr unfair, in einem kostenlosen Spiel, wo man einfach so teilnehmen kann, wo man Booster gewinnen kann, also auf Deutsch, man kann kostenlos wo teilnehmen und man kann sogar was gewinnen, gratis.
schon ziemlich mies, dass ich dann die Regeln festlege, oder? Hinzu kommt, dass es einfach totlangweilig ist, solche Spiele zu sehen. Oh ja, es ist sehr spannend, Mystic Mine auf dem Feld zu sehen und dann einfach Pass, 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 Pass zu sehen, um dann zu sehen, wie dann einer gewinnt oder verliert. Das Ganze ist ein Streaming-Format und soll irgendwie auch anschaulich sein und das ist es dann irgendwie nicht. Außer du findest das natürlich spannend. Dann, ja, go for it, ne? Aber ich finde das eben nicht so spannend und deswegen ist das eben verboten. Hinzu kommt, will ich, dass die Leute eben mit ihrem Deck gewinnen und nicht gewinnen, weil sie einfach eine einzelne Karte aktiviert haben oder eben einfach noch ihr Duell herauszögern, obwohl es schon längst gelaufen ist, eben wegen gewissen Floodgate-Karten. Finde die Idee eigentlich ganz witzig. Aber nachdem ich gesehen habe, was alles verboten ist, ist das ganze Format einfach ein Witz. Zunächst einmal, du hast mich schon seit 4 Jahren abonniert. Erstmal vielen Dank für deinen Support. Aber hast du in der ganzen Zeit noch nie Beat the Meta gesehen? Denn falls ja, wüsstest du, dass jede Karte zu Recht da drauf ist und jedes Deck ebenfalls. Und auch hier ein Witz. Ich meine, du musst ja nicht zugucken, geschweige denn mitspielen. Das Ganze soll einfach Spaß machen und ist halt eben auch noch kostenlos. Ich frage mich, warum man sich da überhaupt irgendwie aufregt. Ich meine, es gefällt den meisten Leuten und man kann im Stream einfach interessante Duelle sehen und manchmal gewinnt eben der ein oder andere ein paar Booster. Umgekehrt wäre es viel reizvoller. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Boah, voll die gute Idee eigentlich. Ich spiele einfach mit einem Fun-Deck und ihr mit einem Meta-Deck. Und wenn ich gewinne, bekomme ich von euch einfach Booster. Oder sagen wir einfach mal, ich gewinne halt nicht so oft, dann würde ich sagen, ich kriege einfach von euch ein Display. Wer würde das dann bezahlen? Du? Ja, gute Idee, können wir machen. Lol, was ein Bullshit. Beat the Meta mit einem Fun-Deck, gleichzeitig aber Floodgates bzw. Antimeter verbieten. Mein Humor. Also 1 bis 2 Decks sehe ich hier gar nicht auf der Liste. Somit sind sie erlaubt. Wäre mal interessant. Aber lohnt sich ja noch nicht, weil es dann ja nur einen Booster zu gewinnen gibt. Da muss ich wohl sagen, da habe ich den Humor von jemandem getroffen. Und ich muss sagen, ich stimme da vollkommen zu. Ich meine, es ist ja mega unterhaltsam und mega spannend zu sehen, wie jemand gegen Skilldrain verliert. Oder ich finde es auch total lustig, wenn jemand gegen Mystic Mine verdient. Ja, stimmt, ist auch genau mein Humor. Und genauso mein Humor ist es einfach, wenn man sagt, wie blöd dieses Format ist und zum anderen dann einfach sagt, man möchte mitspielen, um eben ein paar Booster zu ergeiern. Finde ich super. Geier sind immer sympathisch. Super, toll, finde ich geil. Kann man dich irgendwo abonnieren oder so? Das ist doch lächerlich. Du hast alles verboten. Wie soll man da gegen Meta gewinnen? Das geht ja gar nicht. Zunächst einmal muss ich sagen, dass ich ein ganz schönes Genie bin. Denn ich habe es geschafft, mit meiner Liste einfach alle Decks zu verbieten. Ja, es gibt bereits über 10.000 Karten, aber ich habe es geschafft, einfach alle Decks abzudecken. Ziemlich krass, oder? Und hinzu kommt, dass hier so getan wird, dass noch niemand gewonnen hat. Und das ist halt einfach falsch. Es haben schon sehr viele Leute gewonnen, die auch sehr viel Booster gewonnen haben. Darunter waren zum Beispiel Decks wie Kaiju Pur, Batteriemann, Blue Eyes oder Dunkler Magier und vieles mehr noch. Also man sieht einfach, es ist auf jeden Fall möglich, Gimmick zu gewinnen, aber man soll ja gar nicht so oft gewinnen. Ich wiederhole mich, denn der Jackpot soll ja weiter steigen. Was ist dann? Fragezeichen, 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 Fragezeichen. Erstmal, Satzzeichen sind keine Rudeltiere. Und zum anderen, was könnten Stun-Decks oder Karten sein? Ich glaube, damit sind nicht Karten gemeint, die einen spielen lassen. Nee, ich glaube, das sind Karten so wie Rageki oder so. Zählt Grabwächter als Anti-Deck? Gucken wir uns einfach mal Tal der Toten an. Annulliere alle Karteneffekte, die eine Karte im Friedhof an einen anderen Platz bewegen würde. Nö, das klingt auf jeden Fall fair und ist gar keine Antikarte. Ich meine, es gibt gar kein Deck quasi, was mit dem Friedhof arbeitet oder eben was mit Banishing-Effekt arbeitet. Ich finde, ist gar kein Problem. Ich finde das sogar eine Lücke. Konami sollte wirklich mal Decks erfinden, die genau mit sowas arbeiten. Also mit dem Friedhof bzw. mit Banishen von Friedhof. Ja, Leute, das war's im Groben erstmal. Jedoch gibt es noch eine Sache, die ich hier erwähnen möchte. Sie wurde zwar in den Kommentaren nicht direkt angesprochen, aber sie wurde in den Livestreams öfters gefragt. Und zwar, was ist eigentlich mit einem OTK-Deck gemeint? Und ja, was ist ein OTK-Deck? Für mich ist ein OTK-Deck einfach ein Deck, was es schafft, in einem Zug mehr als 8000 Damage hinzulegen. Und dabei ist es wichtig, dass dies die Hauptstrategie ist. Bedeutet zum Beispiel bei Fluffle oder wie bei Mathemech, wo es definitiv das Ziel ist, eben genauso viel Damage in einen Zug aufs Feld zu bringen und den Gegner dann eben zu OTKen. Das heißt nicht, dass andere Decks es nicht schaffen können, einen Zug 8000 Damage zu machen, bedeutet aber, dass es eben nicht die Hauptstrategie des Decks sein sollte. Und ich glaube, das ist ziemlich simpel und auch eigentlich sehr einfach.
leuchten. Und wenn man sich ein Deck anguckt und dann sieht, okay, es will eigentlich in einem Zug eben so viel Damage drücken, ist es ganz klar ein OTK-Deck und ist verboten. Falls das die Hauptstrategie nicht ist, ist das Deck erlaubt. Ich glaube, das ist eigentlich ganz simpel. So, und das war's für dieses Video. Wie gesagt, nehmt nicht alles zu ernst. Und wie fandet ihr es, dass ich mal auf Kommentare eingehe? Soll ich in Zukunft auch nochmal auf ein paar Kommentare unter anderen Videos eingehen? Lasst es mich einfach wissen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und viel Spaß beim Duellieren.